Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Terraria. Wir werden nicht alleine hier. Du stehst mir gerade schon wieder die wooden Plattform. Ich weiß, es wird sich gleich eine geben. Für den Hasen. Hase. Ein Hase. Meine hässliche Schwester hat mich direkt geschlagen. Schlag sie zurück. Nö, ich tat dich nicht raus. Bei den Klauen. Ja. Ich bin Jäger. Ha! Skill. Dann ich mal auf meinem Bildschirm. Du willst hier wohl eine Plattform haben, hab ich gehört? Wenn die Frage ist, muss mich konsequent abstimmen. So, ich hab jetzt ja die 48 wohl eine Plattform. Meine Schwester meint, sie meldet mich bei YouTube. Mhm. Ich fick dich und ich hasse dich. Okay, und ich mach gar nichts mehr für dich, Johnny. Gar nichts. Hat mir jemals was für dich richtig Gutes getan? Nein. Okay. Na guck mal, das ist ja verkauft. Du bist auf jede Menge Schulden angehäuft. Schulden. Ja, Schulden. Du schuldest mir noch was, als du 5 warst. Du schuldest mir noch 15 Euro. Nee. Doch. Daran erinnert sich Mama auch wahrscheinlich noch. Mama. Hast du mal Fragen? Ja, die ist gerade hier. Aber frag sie doch gleich mal. Ich bin gerade in Hamburg. Und ja. Sie ist gerade in Braunschweig. Oh. Die werde ich jetzt garantiert fragen. Okay, ich muss nur noch mit nach unten. Ich muss alles wegdissen. Das würde mich interessieren, ob du dann auch jetzt das Waffen-Update auch siehst, dass wenn ich einen Trank schlucke, ob du dann auch die Sachen siehst. Ach, den Spelunker-Stück habe ich gar nicht dabei. Ich war... Warte. Ja. Nee. Nimm mir den Stick und werde glücklich. Das war ein Trank. Zwei dumme. Ein Wir sind so Spezialist, wa? Ich hab mich gewundert, warum du gestorben bist. Und dann spring ich da runter und sehe. Oh, ja, toll. Okay, next try. Diesmal safe, diesmal nehme ich den Trank, nachdem ich unten bin. Warte mal, ich überlege mal. Doch, da unten ist aber auf der Höhe was, wo am besten Sachen spawnen. Okay. Mission possible. Die Musik werde ich reinschneiden. Das ist Medusa auch. Das ist ein Sperrwerfer. Warte, warte. Hab ihn. Da kommst du hier hoch. Okay. Unten safe. Das war aber echt knapp. Okay. Ich versuch Medusa abzuknallen. Achtung, Medusa kleinert. Oh. Hilf mir. Hast du hinter uns abzuwehren? Der Sperrwerfer. Das ist ein Slime, der hat warum hat er Seile in sich? Er hat's in sich. Alter, bitte. Verdammt. Ich hab eine Idee. Okay. Hab mir die helfen könnte, das Problem loszuwerden. Okay. Hast du gerade was erwischt? Warte. Jetzt! Ha, da ist meine Stachelkugel, das heißt, wenn die da hinläuft, kriegst du Damage. Geh zurück, der Sperrwerfer. Da kommt ein Wurm, wird aufpassen. Ups. Ja. Bumm. Verdammt, das ist ja ein bisschen schwer.
Okay. Ja. Play safe, play safe. Gut. Also, jetzt gehen wir hier lang. Da siehst du. Du bekommst den. Du hast weniger Leben gerade. Das ist mein Spielunkertrank. Da muss noch ein Herz. Dann kommst du zu mir. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ich fliege es so an. Bitte? Wir müssen hier rein, da sind wir safe. Ist da oben auch neben so einer so einem fetten Klecks was leuchten? Wir sehen das selbe leuchten. Ach, siehst du das mit der Spielunkerpotion auch? Ich hab den Spelunker-Stick. Ihr habt den Trank geschluckt. Deswegen, dann siehst du nach dieser Ader, die hier oben links ist, was kleineres. Ja. Das ist ein Herz. Ich seh's doch schon. Achso, okay. Ich hab doch schon die Augen gehört. Du brauchst das Teil nicht gleich nehmen. Dann nehme ich das mal. Dann, so, ich dachte, ich jetzt im Inventar. Okay, dann ist noch ein Herz. Komm mit. Versuche noch so viele Truhen, wie es geht, mitzunehmen. Aber Herzen sind gerade gut. Hier ist überall Blei. Ja. So. Schnell durch. Oh, nicht zu nah ran, jetzt kann ich schauen. Das gefällt mir irgendwie nicht. Alter Schwede. Ich glaube, wenn wir ernsthaft versuchen, richtig gut zu agieren, dann funktioniert das aber auch. So. Okay. Dann ist das Herz. Das ja, ich hab jetzt 200 Leben, das heißt, ich verpiss mich. Aber so geht das schon, oder? Ich glaube, ich guck mal, was da hinten ist. Da ist Lava. Ist Lava. Warte mal. Bevor du runter gehst, ich versuche irgendwas zu machen. Warte, John. Versuch dagegen zu hocken. So, siehst du? Ja, da ist nichts. Versuch hier gegen zu hocken. Das ist ein Schnecker. Das ist natürlich ungünstig. Da leuchtet über mir was. Aber das ist ein Vasen. Und schräg über mir leuchtet auch noch was. Das sind zwei Vasen. Achso. Aber warte, du kannst auch hier weiter buddeln, genau. Der hinten rechts ist, glaube ich, ein Smaragd oder so. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, es ist ein Smaragd. Ja, warte. Oh Gott, wir haben einen Mutterschleim getötet. Okay, Platin, brauchen wir das? Nein, eigentlich nicht, wenn du nicht zum... Hier ist eine Falle. Gut, jetzt haben wir noch einen. Hier ist nichts. Das ist auch keine Bomben dabei, oder? Ja. Ich baue sie gerade ab in dem Moment, in dem die... Runterbuddeln? Ich mach links. Ich mach links. Gut. Wieso ist der Leitbaum nicht da? Ich meine, er ist hinter mir. Oh Gott, das ist eine Qualle. Eine Taser-Qualle. Also schnell dran schlucken. So geht das nicht. Und weiter. Weiter. Ja, der Trank läuft in einer Minute aus. Und das ist ein Marvel Dungeon. Da läuft Medusa. Oder? Medusa und Sperrwerfer. Ein Skelett. Warte mal, ich komme dagegen am besten an. Hat das eine Idee? Genau. Dass ich es auch machen kann. Ja, Sperrwerfer. Ich schub mich jetzt einfach hier links dran, dann laufen die vielleicht hier ein bisschen rein. Jawohl. Über uns. Boah. Warte, ich mach weg. Ich geh mal kurz rechts lang. Ich guck mal, ob hier irgendwas ist. Hier geht's weiter runter. Und das ist ein Feld, also aufpassen, wenn wir da lang gehen. Okay, müssen wir nicht lang.
Im Schrank. Goldschuhe! Das müsste deine sein. Ich verrate dir nicht, was drin ist. Hermes Boots, Magic Mirror. Magic Mirror und Eye of Cthulhu. Ah gut, Magic Mirror hast du schon mal, das ist praktisch. Okay, aber konnte nicht mehr weiteres Jahr blicken. Aber es war schon mal erfolgreich. Wieso ist deine Partner? Die total nötig ist. Bodden sind hier rechts weiter. Hab ich Bomben? Ihr habt eine Bombe im Winter. Oh, warte, dort ist ein Dings. Mit der Bombenart. Okay, er ist in Lava gesprungen, streichen wir das. Verarschen. Okay, ich bring mich um. Ich bring mich um. Teleportiere dich hoch. Wir fühlen uns sogar beobachtet, ja. Ja, da stand gerade ein Chat. Da ist nichts dahin. Stell dir vor. Okay. Das da. Da. Stell dir vor, meine Arena ist schon etwas fertig. Ich muss schon etwas nerv. Das hast du schon mal. Das hast du schon mal erleben. Das ist schon mal besser. So, guck. Ah, nice. Ist schon eine halbe Arena. Wir haben etwas, was Cthulhu nicht hat. Ja. Überzahl. Guck es nachher. Wann spawnt diese Böse? Da schneide ich raus. Bei mir hört man nicht genau, was gesagt wird. Und ich, warte, vor dich zurück und heil dich. Ich lenke es halt ab. Vor dich drücken, heil dich. Nein, nicht. Oh Gott, ich mach das ja. Warte, das ist mega, oder? Riesenrespekt. Wenn du das überlebst, bist du King of Terraria. Nein! Scheiße, bist du nicht respawned, ne? Na ja, gut, ne? Ah, ich hab noch... Ich hab jetzt insgesamt noch 300er Heiltränke. Okay. Bin nur kurz weg. Ich habe in deine Truhe ein Dynamit gelegt und du bekommst... Oh Gott! Ich bin inkompetent, ich weiß. Ich habe gerade überlegt, welche Maustaste... Nee, das ist hier nicht in deinem... Genau, ist ja nur voll. Also ein Auge haben wir auf jeden Fall noch. Oh, das war schon übel. Wir haben schon wieder richtig gut gemacht. Und diese Aktion, damit meine ich, warum ich in PvP ab und zu ganz schön gut bin. Oh Gott.
froh, dass ich noch nicht das Stuffy Uri hab. Boah, dann einfach bevor ich einen Fehler mache, dass der nicht weiter angreifen dürfen, hätte ich nicht die Fliegerattacken auf einmal gemacht. Aber es hat uns dieses Mal überrascht. Das stimmt. Beim nächsten Mal machen wir es. Ja. Hab übrigens einen Helm gefunden. So ein Helm? Ja, vom Bergarbeiter. Bergmanns Helm. Wie cool. Ja, ich rüste den mal aus, wenn wir unterwegs sind. Ja. Ich bin gerade dabei, ein Ding zu machen. den Trank für... Spelunker. Ich guck mich dann mal hier unten weiter um. Ja. Ich hab mich geguckt, Mann! Naja, dann mache ich mal einen Bug, wenn der funktioniert. Buglöse. Also ich mache gar keinen Gangstrang hin. Tagekandidat. Hann, das wäre fix, dass du kein Tage. Kein Tagesprogramm. haben das gefixt, dass du keine Tagesblume mehr für Höhenforschertrank brauchst? Weiß ich nicht mehr. Ich war mal um die... Vorher hast du schon diese üble Kombination gebraucht. Na egal, wir brauchen Flaschen. Guck mal. Keine... Leo. Ah. Packe in der Wand. Guck. Ja, das ist nicht... dann kommst du mit zur, nach links zur Wüste, um dann ein bisschen Sand zu holen für Tränke. Kommst du mit? Ja, bin doch unterwegs. Gut. Vor allem meine Schwester, die denkt die ganze Zeit über, sie darf nicht im TS, wenn ich eine Aufnahme mache. Mhm, aber wenn du manchmal eine Aufnahme machst, dann hörst du sie im Hintergrund reden. Ja, manchmal. Also eine Frage, ob es die Zuschauer stört. Garantiert. Hm. Ich komme ja. Hab ich's gesehen? Wie viel Mana hast du? 160. Okay, wenn du zu mir kommst, dann wirst du 200 haben. Ich habe hier auch schon 2 Sterne. Ich habe 2 große Sternteile. Hab mir Linse bekommen. Also heißt, wir haben schon noch eine weitere, dann haben wir ein neues Auge. Und ich habe sogar noch meins im Inventar. Ja. Und zu dem müssen wir natürlich. Ja. Jawohl. Das okay. Macht dann 2 Augen. Mhm. Das Problem ist, du musst einfach nur gucken, ja, und du kannst es auch schaffen, das zu besiegen. Es ist die Frage, was wollen wir mehr? Spitzhacke oder Rüstung? Ich glaube, die Rüstung behalten. Ja, Rüstung behalten wir, glaube ich, erstmal. Ey, Steiner, kannst du für Justice... Außerdem wir jetzt mal den Wurm eher versuchen. Stimmt. Ach, die müssen wir auch eh machen, bevor wir Spitzhacke bekommen. Ach ja. Ja. Wieso wusste ich das? Warum sind wir an der Wüste vorbeigelaufen, wo wir hinwollen? Weiß ich nicht. Da können wir einen entdecken, genau. Also bekommen wir den Tinkerer jetzt.
Was soll ich machen? Also du kannst ja zurückporten. Ich baue ein bisschen den Sand noch ab. Die vergewaltige Armee nähert sich von... Die Pedo-Armee. Five Nights at Pedos. So habe ich das Gefühl, dass sie andauernd ankommen, wenn man sie nicht will. Ja, das Auge. Das Auge, das war ja mal sogar abwechslungsreich cool. Das stimmt. Ich hab noch 49 Sand im Inventar. Ach so. Ach ja, jetzt weiß ich auch wieder warum, weil ich daraus Glas brennen wollte. Hm. Um daraus dann Bottles zu machen. Das Gute ist, dass die Goblin nehmen ja auch hier den Weg kreuzen wird. Ja, Goblin. Ja, ich bin ja näher. Verbrat direkt bei mir gewesen. Muss aufpassen. Es könnten eventuell ein paar üble Hardcore-Chibis auftauchen. Oder ist es nur ein Hard-Mode? Ich weiß es gar nicht. Schon 5%, schon 6% gibt's hier, ey. Mal schnell rein. Okay, zu schau, ich beeile mich. Ich erschieße die, ey, die ganze Zeit über. Boah, das ist schon 5, das ist schon 1/10 der Armee. 13. Mhm. Mhm. Kloppen! Aha, hab auch was dazu beigetragen. Hinter mir ist ein Goblin Magier. Die Haarstylerin hat ein kleines Schwert. Das ist eine Schere. Riesenschere dann. Halt. Mhm. Wow. Ja, das ist eine Riesenschere, okay. Jetzt hab ich's doch gesehen. Okay, ich wusste nicht, dass das eine Riesenschere ist. Vermutet. Luigi getötet! Luigi? Alter, schwer. Die dürfen nur durch Luke töten, ne? Bin schon auf dem Weg. Geh weg von Luke. Luke muss sowieso sterben später. Stimmt. Da muss aber jemand einziehen, der Darth Vader heißt. Naja, wenigstens werden wir jetzt die Pedobär-Armee los. Ja. Ich bin bei Luke und verteidige ihn. Weil die Haarstylerin darf aber nicht sterben. Aber die sehen echt aus wie Alter. Verkrankten Pedobären. Was kommt denn da an? Der Konvoi. Wir dürfen bloß nicht zu unseren NPCs vergewaltigen. Ja. Verpiss dich da mal schön. Also es kommt ein neuer König. Goblin König, gegen den wir jetzt kämpfen müssen. 100%. King Goblin has arrived. Ultra Pedobär Goblin has arrived. Wer? Mhm. Oh Gott, ich dachte, der tötet mich. Guido. Wieso erinnert mich das gerade an Star Wars? Guido? Hm? No. Ich glaube, da gab's einen perversen Perser, der so hieß. Alles klar. Die perversen Persen. Die Spiky Boys, die sind auch richtig effektiv gegen Eye of Cthulhu. Weil er auch so durch den Boden kommt. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Ja, ist auch gut. Das heißt, nächste Folge wird Ultra Eye of Cthulhu. Ja. Nach 25 Minuten Folge beenden wir erstmal den Part. Dankeschön fürs Zusehen. Abonnieren, wenn es euch gefallen hat und mehr sehen wollt. Genau, wie so ein Daumen hoch. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.